Hallihallo, meine Zuckerpüppchen, da bin ich schon wieder. Ich bombardiere euch hier heute mit meinem Orakel, aber ich mache das einfach so gerne und ja, das macht mir einfach Spaß und Freude. Und wisst ihr was? Es ist ja auch nicht jedes Orakel für jeden. Jeder hat ja eine andere Geschichte, eine andere Ausgangssituation. Vorhin, heute in dem letzten Orakel, haben wir geschaut, was für eine Botschaft hat dein Gegenüber, wenn nicht kein Kontakt gerade besteht. Hier in dieser Situation, die wir jetzt haben, haben wir die Ausgangssituation, dass hier eine unglückliche Liebe ist. Das heißt, du hast da jemanden gefunden, lass es deine Zwillingsflamme, deine Dualseele, dein Seelenpartner, dann lass es sein, wer, ne, da hat ja jeder seine Geschichte, aber hier geht es darum, ihr habt Kontakt, seid aber nicht in die Festigkeit gekommen, das heißt, die Partnerschaft wird noch nicht gelebt, aber du bist dir da schon deiner Sache sehr sicher, dass du diesen Mann willst oder diese Frau, wie auch immer, ne? Aber auf der anderen Seite hakt es noch ein bisschen, nicht mit der Sicherheit, sondern mit der Entschlossenheit und der Entscheidung, diese Partnerschaft lebe ich jetzt, ne? Da kann ja jetzt kommen, was will. Wir gucken mal, was kommt. Ne, wir warten mal ab. Wir legen auch direkt los. Was ist da? Alles Wichtige findet ihr ja auch in der Beschreibung. Ach so, ihr könnt. Mensch, jetzt hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Ihr könnt euch wieder eine Frage aufschreiben. Schreibt dir eine Frage auf. Ich beantworte dir diese Frage anhand oder mit dem Liebesorakel. Ich lasse dann nachher eine Karte springen und wir gucken mal, ob du eine Resonanz hast, ob du deine Antwort bekommst. Ja? Gut. Und ansonsten schauen wir einfach mal auf eure Situation, die schwierige Ausgangssituation, ein bisschen eine unerfüllte, unglückliche Liebe. Und wir gucken, was ist denn los bei deinem Schatzi? So. Oh. Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. So, aber wir lassen die Karten schon springen und bitten jetzt das Orakel, die lichtvolle Seite, uns die Antworten zu geben. So, wir schauen. Ui, das sieht ja schon mal vielversprechend aus, kann ich nur sagen. So. Lieber Spirit, komm, zeig uns, was gesagt werden muss. Sag, was gesagt werden muss, sollte und schick es bitte an die richtige Adresse. Schick es bitte an den, den es angeht. Wenn du keine Resonanz fühlst, gleich spürst, mach das Video aus, dann hat es keinen Zweck, wenn du gar nicht keinen Zugang kriegst, ne? Dann kannst du gerne anderes anschauen von mir oder von jemand anders. Falls du eine Resonanz spürst, nimm dir nur das mit, was auch an deine Adresse geht, bitte. Vergesst nicht, das ist eine allgemeine Legung, ne? Es kann nicht an jede Adresse da draußen gehen. So, jetzt mischen wir die noch einmal durch. Und dann gucken wir mal, was ist denn da? So. Sieht man alles? Ja. Hier ist also dein Gegenüber und wir wollen schauen, wo hakt, was ist los, was ist aktuell. Übrigens ist das natürlich ein zeitloses Orakel. Also, ne, wenn es dich findet, dann wird es vielleicht genau der richtige Zeitpunkt sein. So, auf geht's. Wir fangen hier an. Was steht denn an? Was ist denn das Oberthema? So, ich kann dir jetzt schon mal sagen, meine Liebe, hier ist Hü und Hott, Hü und Hott. Also ihr beiden habt eine Verbundenheit, die du ja mit Sicherheit auch spürst, die ist da. Aber hier haben wir den Hund und der zeigt mir eine sehr loyale Verbindung, eine Verbindung, die über die Leidenschaft oder sexuelle Anziehung hinausgeht, sondern da ist eine tiefe Verbundenheit. So ein Hund, wer schon mal einen Hund hatte von euch oder hat, der weiß, was das für eine Verbundenheit ist.
die ist schon, man braucht gar nicht reden, so, man braucht keine Worte, um sich zu verständigen. Da ist so eine tiefere Verbundenheit. Und es ist aber auch jemand, der sich nicht an die Leine nehmen will. Jetzt mal, ne? Das ist das, was ich hier gerade so spüre, dass da jemand ist, der sich da nicht festlegen will, nicht ja, an die Leine nehmen lassen will. Das Gefühl hat vielleicht auch die Gefahr besteht, dass ich an die Leine genommen werde, festgehalten werde, nicht mehr losgelassen. Da sind auf der anderen Seite, weil es blockiert ja irgendwo und da fehlt es dann an Entscheidung dazu, ne? Also hier diese Verbundenheit, die ist da und eigentlich ist das eine gute Basis, um da drauf aufzubauen, ne? Aber hier weiß einer nicht, welche Treppe er gerade hochgehen soll, ne? Wir sprechen von deinem Gegenüber. Und da bist du. Guck mal, gleich als erste Karte, meine Liebe. Oder umgekehrt, ne? Das ist jetzt eine weibliche Energie. So. Da ist also, es ist seine Entscheidung, die er da im Moment noch unfähig ist zu treffen, ne? Aber die Verbindung, die er auch spürt, ganz klar, und die er auch nicht loslassen möchte. Weil so ein bisschen möchte er beides im Moment, ne? Er möchte so ein bisschen dich und seine Freiheit aber auch nicht an die Leine genommen werden. Und das funktioniert so nicht, weil du hast schon die Intention, mit ihm eine vernünftige, glückliche, vernünftige, also eine Partnerschaft, eine offene, nicht offen, öffne, eine, ich meine damit, oh Gott, jetzt habe ich mich auch verhaspelt, Leute. Ich will da, jetzt habe ich mich aber, nein, ich will damit sagen, jetzt Spaß beiseite, ich will damit sagen, diese, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir müssen nochmal neu anfangen. Das nützt alle nichts. Wir müssen nochmal hier reinkommen. So. Er will beides. Er will dich auf der einen Seite und er will seine Freiheit aber noch. Dieses Nichtbinden. Was heißt Freiheit? Es geht ihm darum, sich nicht festlegen zu müssen. Und irgendwie versucht er zurzeit, beides irgendwie ein bisschen zu haben. Ne? Wir gucken aber nochmal, wie sich das Ganze hier weiter darstellt. Oi. Okay. Ja. Also, dass er dich will, dass er dich, dass er zu dir diese Verbundenheit hat, das ist eine sichere Sache, der Schlüssel. Da ist was safe, da ist was sicher. Es ist aber auch ein Schatz. Was wollen wir wegschließen, liebe Leute? Das, was uns wichtig ist, das, was uns am Herzen liegt. Ne? Das wollen wir einschließen. Alles andere halten wir nicht für notwendig einzuschließen. Und was das bist in diesem Fall ganz klar du. Das heißt, du spürst das auch und das zeigt er dir immer, dass er dich auf der einen Seite auch halten möchte, festhalten möchte. Du ihn unheimlich gibst hier, ne? Dass der Klee, auch das kleine Glück, was eigentlich er auch empfindet dabei. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Aber, was auch die Ursache so ein bisschen ist dafür, dass es bei euch nicht in die Festigkeit kommt und immer wieder dieses, ne, Hü oder Hott. Und immer wieder von Himmel hoch jauchzend, also dass du das Gefühl hast, oh, jetzt, ich glaube, da hat sich was getan, ich glaube, da hat sich was entwickelt bei ihm. Der ist auch schon wieder einen ganzen Schritt weiter in seinem Prozess, also zu diesem Himmel hoch jauchzend. Zu Tode betrübt im Grunde genommen, weil es wieder abflacht, weil er wieder in den Rückzug geht. Und da wird das kleine Glück, was da ist, ja so ein bisschen angenagt. Und ihr seht, was hier liegt, das Kreuz. Und wer schon mal Videos von mir geschaut hat und das Kreuz vorkam, der weiß, das Kreuz drückt eine Situation auch runter. Das heißt, auf der einen Seite ist das hier wichtig, diese ganze Sache. Ja, und das ist schwer, wenn man in der Situation drinsteckt, da für sich eine Sinnhaftigkeit zu sehen und einen Sinn zu sehen und zu sagen, ach, das hat schon alles seine Richtigkeit. Ich warte und ich habe Geduld und das entwickelt sich schon alle. Das ist mal nicht so einfach, ne? In so einer Situation, wenn das Herz nämlich und die Gefühle eine Rolle spielen. Aber es ist leider so, dass ich es in dem Fall sagen muss. Guck mal, wir haben das Kreuz hier an letzter Stelle. Und das ist abschließend dann dazu zu sagen, meine Liebe, das drückt zwar runter und das tut auch weh. Und manchmal ist es auch schwer auszuhalten. Aber rückblickend, irgendwann wirst du verstehen, für was das alles wichtig und gut war und wo dich das hinführen sollte, etc. Ne? Diese ganzen Sachen. Das steht so für das Kreuz.
Also ja, es ist auch mal gern so eine karmische Verbindung, aber es ist nicht immer karmisch, wenn das Kreuz da liegt, ne? Sondern es, also bei mir jetzt, ich spreche ja sowieso immer nur von meinen Interpretationen oder wie auch immer. Also das Kreuz zeigt in erster Linie, und das fühle ich genauso auch jetzt, dass hier einfach was schwer belastet, was so ja aufs Gemüt schlägt, auf die Stimmung schlägt, auch deine Stimmung, deine Laune, dein Glücksgefühl und was du empfinden kannst, immer ein Stück weit auch abhängig von dem anderen ist, von deinem Gegenüber. Das heißt, wenn er in diesen Rückzug geht, wenn er in diese Ablehnung geht, wenn er in dieses in diese Eng wenn er in seine Ängste geht, dann ist auch bist du wie so ein Mobile, ne? Du bist mit hängst mit dran bei ihm. Du hängst volle Kanne mit in seine Mäusken, in seine Ängste, in seine ach, ne? Du weißt, was ich meine, hängst du volle Kanne mit drin. Und ja, das ist nicht leicht und das ist schwer. Und es, wenn man in so einer Situation ist, dann sieht es schon, also nimmt es einen großen Teil auch im Alltag, im Leben, sei es nur in den Gedanken oder in den Empfindungen oder ne, in den Stimmungen, wie man gerade ist. Natürlich fühlst du dich viel besser, wenn euer Kontakt gerade gut ist und das so ein bisschen er zulassen kann und so, fühlst du dich natürlich auch, weil du das Gefühl dann hast, dass du die wahre Liebe dann auch leben kannst, weil das ist deine Sehnsucht. Du hast Sehnsucht, die wahre Liebe zu leben, einfach mit ihm. Einfach nur die Liebe leben. Ne, wahrscheinlich wirst du dir das sagen, Mensch, was verlange ich denn? Was verlange ich denn schon großartig? Ich möchte doch einfach nur, er hat Gefühle, ich habe Gefühle. Wo ist denn das Problem, einfach diese Liebe zu leben? Meine Liebe, da ist eigentlich kein Problem. Aber soll ich dir mal was sagen? Oh, ich bin wieder an die Kamera gekommen. Entschuldigung. Ey, kein Video, ohne dass ich einmal an die Kamera komme, ne? Irgendwann schaffe ich das. Aber weißt du was? Das Problem an der Sache ist, deine Entwicklung hat da nur bedingt Einfluss auf dieses Ganze, denn er ist auch in seinem Prozess drin, ne? Und wenn er in seinem Prozess drin ist, wie willst du ihn da rausholen? Das muss er selber den Weg gehen, ne? Und dann kannst du eigentlich nur beschleunigen, oder was heißt beschleunigen? Also das Ganze für dich auch erträglicher machen, wenn du dir selber sagst, okay, ich nehme das jetzt so an, wie es ist, auch wenn das schwer ist, wenn das hart ist. Ich konzentriere mich auf mich, ich bleibe bei mir, ne? Und lass ihn seinen Prozess gehen, seinen Weg gehen und vertraue darauf, dass am Ende des Weges unsere Verbundenheit und die Loyalität und die Liebe, die wahre Liebe ja wirklich, ne? Im Grunde genommen zueinander findet. So. Und wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir ziehen mal noch eine Karte aus dem Seelenreich. Das möchte ich jetzt einfach mal so spontan machen, meine Herzieleins. Ach, ich weiß, das ist immer, wenn man die Liebe, ne? So. Na, schauen wir mal, was hier steht. Der Tempel deiner Wahrheit. Betritt ihn und beginne deine eigene Wahrheit hoch zu achten. Du weißt ja, wo du deine Wahrheit herbekommst, ne? Aus dir selbst heraus nur. Also die Wahrheit, die findest du in keinem Buch, die steht in keinem Buch geschrieben und die findest du auch nicht im Fernsehen oder sonst wo, sondern die Wahrheit, die holst du nur aus dir selbst heraus. Und dein innerer Tempel, ne? Also dein, ja, doch, dein Tempel der Wahrheit, ne? Der Tempel deiner Wahrheit. Da find doch Zugang und da sind wir dann auch wieder bei dem Vertrauen, was ich vorhin gesagt habe, ne? Dass man da so vertraut, dass du vertrauen musst drauf, dass das schon alles seinen Sinn hat, auch wenn es manchmal schwer ist und das glaube ich dir sowas von, das glaubst du nicht. Ach, Leute, das ist so alle, sag mal, ist das nicht alle immer die Liebe? Es ist doch wirklich, wenn da so zwei Seelen da so schwer zueinander finden, ne? Das ist wirklich. Das ist dann wirklich ein Kreuz zu tragen. Na? So, meine Herzileins, wenn euch das Video gefallen hat, ne, ich würde mich echt über ein kleines Mini-Däumchen nach oben freuen.
Oder wisst ihr, was ich auch immer toll finde, wenn ihr mir einfach mal ein paar nette Kommentare schreibt? Das ist dann auch Balsam für meine Seele. Nee, ist doch klar, ne? Also das ist ja eine gewisse Anerkennung für das, was man macht und was man hier gibt. Und natürlich hat man das gerne, ne? Das ist auch ein Stück weit, warum ich das hier mache, was einfach auch gut tut der Seele, ne? Aber mir macht das auch mega Spaß, weil ich merke, dass euch das Spaß macht und umso mehr Spaß macht mir das, ne? Okay, ich habe in dem letzten Video, falls ihr das nicht gesehen habt, weil jeder guckt ja nicht jedes Video, ne? Das kann ich auch verstehen. Also, was ich gesagt habe, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Ich habe gesagt, wenn wir 500 sind, ne? Wisst ihr, was ich dann mache? Dann mache ich eine Verlosung und dann verlose ich eine Legung, eine 30-minütige Legung bei mir. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Das werde ich machen. Und ja, ich werde euch da aber noch genaueres zu sagen. Ich muss mir dann noch gut überlegen, wie ich das genau mache, wie ich das umsetze. Ich muss da vielleicht mal bei anderen gucken, wie die das gemacht haben, wie man die Verlosung am besten macht. Aber ich kündige hiermit schon mal an, das wird stattfinden und ihr könnt eine 30-minütige Beratung bei mir, eine Legung gewinnen. Oh, das wäre der Hammer, wenn wir mal irgendwann 500 sind, ne? Boah. Dann ist es aber auch. Aber ich werde das zwischendurch immer mal machen, habe ich mir überlegt. So Verlosungen machen mir nämlich auch Spaß. Ich finde sowas auch immer. Also das ist so kreative Sachen, die mir so Freude machen. Also das finde ich an YouTube so toll. Ich wusste das ja gar nicht, dass ich YouTube so toll finde, also selber Videos zu machen, ne? Das habe ich ja jetzt vor kurzem erst rausgefunden. Aber wisst ihr was? Dass man so kreativ sein kann und so alles aus sich rausholen kann, das mag ich so an YouTube. Deswegen mache ich das hier. Und weil ich so ehrlich von Natur aus ein sehr kreativer Mensch bin, hör mal, wir kommen jetzt auf deine Frage, ne? Die du dir aufgeschrieben hast, hoffentlich. Und weil ich so ein kreativer Mensch bin, ist das natürlich hier für mich eine Mega-Plattform, ne? Aber wie gesagt, ich bin ja erst hier 6 Wochen dabei, ne? Und wenn wir das tatsächlich schaffen, dass wir irgendwann 500 sind, man weiß es ja nie, dann finde ich, ist das doch eine gute Sache. Aber ich werde zwischendurch auch nochmal, ups, andere Verlosungen machen. Leute, ich habe hier die Antwort für euch. Und hier haben wir. Was haben wir denn hier? Ich kann das gar nicht lesen. Ach du liebe Zeit. Hier, ich zeige euch das mal. Und zwar steht hier jetzt Heilige Vereinigung. Wow. Heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Ich weiß ja jetzt nicht, wie deine Frage war. Nicht jeder wird da jetzt auch eine Resonanz haben. Das ist ja auch eine klare Kiste, ne? Geht ja gar nicht. Aber ich wünsche dir das von Herzen. So, wir sind am Ende angekommen, Leute. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, ihr findet alles Wichtige in der Beschreibung. Ansonsten, ich wünsche euch noch was. Ne? Wenn wir uns heute nicht mehr sehen, gehe ich mal schwer von aus, sehen wir uns morgen wieder oder übermorgen. Ich verspreche natürlich nicht, dass ich hier jeden Tag jetzt weiter Videos mache. Ne? Also, ich meine, das kann natürlich auch mal sein, dass ich nur dreimal in der Woche mal ein Video mache oder so. Ich mache das wirklich so, wie ich das gerade. Ne, wie ich da gerade den Antrieb und wie es so sprudelt. Ne? So mache ich das. Ich sage das nur nicht, dass ihr jetzt felsenfest davon ausgeht, Mareike macht jeden Tag ein, zwei Videos. Das kann ich natürlich nicht umsetzen. 365 Tage im Jahr. Aber da mache ich vielleicht mal an einem Tag zwei und irgendwann mache ich auch mal einen Tag keins. Wisst ihr? So wollen wir das hier machen. Ich mache das ja auch alle. Das ist ja hier mein Hobby. Ich mache das ja nebenbei hier. Ich mache das wirklich einfach nur, weil das so einen Spaß macht. Okay, Leute, jetzt bin ich aber wirklich weg. Alles Liebe, tschüss.